Norwegen. Ich befinde mich gerade auf einem Trip von Berlin hoch bis zum Nordkap. Aber das Besondere dabei ist, dass ich mit einem Model 3, das heißt mit einem Elektroauto und mit einem Diesel-SUV unterwegs bin. Aber das wäre ja viel zu langweilig, wenn ich das alleine mache. Deswegen habe ich auch noch Felix und Jonas mit dabei. Viele von euch werden sicherlich mitbekommen haben, dass Felix, Jonas und ich zusammen in ein Studio in Leipzig ziehen. Und das heißt natürlich auch, dass wir dort noch eine Menge große freie Wände haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir eins der Bilder, die wir heute mit dem Tesla machen, groß ausdrucken und im neuen Studio aufhängen wollen. Und ihr habt die Möglichkeit zu entscheiden, welches Bild es werden soll. Porsche befindet sich mit ihrem Elektroauto, dem Taycan Turbo, auch gerade in der Polarregion. Und als wir die Bilder auf Instagram dazu gesehen haben, haben wir uns gedacht... Guck mal, ich glaube, das können wir besser. Ich glaube auch. Und genau deswegen haben wir uns die Challenge gesetzt, diese Bilder einfach mal nachzumachen und für uns zu interpretieren. Und in diesem Video zeigen wir euch, wie wir die Fotos gemacht haben. Bei dem ersten Bild habe ich tatsächlich ausschließlich das 135mm f1.8 von Sony benutzt an der Sony A7R Mark III. Dadurch, dass wir halt das Bild wirklich sehr groß ausdrucken wollen, brauchte ich auch die Megapixel von der A7R Mark III, um das Bild dann zum Beispiel im Nachhinein ein bisschen reinzukroppen. Wir sind dann mit dem Tesla ein bisschen hin und her gefahren auf der wirklich sehr coolen Location. Sie sah komplett verlassen aus, außer halt hier, wie ihr auf diesem Bild bzw. auf dieser DJI Osmo Action Aufnahme sehen könnt, mit dem Container und den Baufahrzeugen, und ich finde, das gibt einen sehr coolen Kontrast im Vergleich zu dem wirklich modernen aussehenden Tesla. Darauf habe ich halt geachtet, wo ich die Location ausgewählt habe, und dann wollte ich halt die Kompression von dem Objektiv nutzen, dass man halt sowohl den Hintergrund sieht, das heißt die Berge, als auch den Tesla, wirklich beides ziemlich nah und auf einem Bild drauf. Wir wollten aber dann, ähnlich wie es Porsche auch gemacht hat, noch Detailaufnahmen von einzelnen Teilen vom Tesla haben, zum Beispiel von den Felgen, und so haben wir den Tesla ein bisschen rummanövriert, haben dann noch Detailaufnahmen von den Felgen gemacht. Wenn das jetzt schon hier eure Lieblingsbilder sind und ihr sagt, ja, diese Bilder sollen die Jungs in dem Studio an die Wand ranhängen, dann könnt ihr hier direkt erstmal für ja abstimmen. Wenn nicht, dann solltet ihr auf jeden Fall noch warten auf die nächsten Bilder, weil die werden nochmal um einiges krasser. Die ersten Shots waren schon ziemlich gut, aber noch nicht das, was ich erwarte, beziehungsweise das, was wir haben wollen. Weil natürlich sind so Aufnahmen schön, wo man das Auto ein bisschen detaillierter sieht, aber dadurch, dass es halt gerade ein sportlicheres Fahrzeug ist oder beziehungsweise man es sportlicher fahren kann, wollen wir Aufnahmen, wo man richtig das Auto in Action sieht. Wir möchten richtig epische Aufnahmen beim Driften haben, und dafür nutze ich das 12 bis 24mm F4 von Sony G-Master, beziehungsweise ist es, glaube ich, noch nicht mal ein G-Master Objektiv, sondern nur ein G, und möchte dann möglichst nah an den Tesla rankommen beim Driften, sodass richtig der Schnee wegfliegt und ich das Ganze wirklich eingefroren aufnehmen kann. Alter, was waren das denn für Aufnahmen, und besonders, was war das für eine geile Location, da mitten auf den Lofoten, mitten in den Bergen, mit dem Hintergrund, hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich mochte die Location wirklich sehr. Die Bilder waren tatsächlich ein bisschen schwerer zu bearbeiten, weil halt alles weiß war, der Schnee weiß, das Auto weiß, also falls ich das nochmal machen würde, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass das Auto nicht weiß ist. Und allgemein, falls ihr so Bilder machen möchtet, achtet ruhig darauf, dass ihr einen hohen Shutter habt, das heißt, arbeitet mit 1/500, 1/1000, irgendwie sowas, dass die Action und das Auto wirklich eingefroren wird und in diesem Moment eingefangen wird, weil alles rumfliegt,
und der Schnee sonst wo ist. Und ich finde das einfach mit einem hohen Shutter wesentlich ästhetischer als mit einem geringen Shutter. Also das waren jetzt so meine Erfahrungen auf jeden Fall gerade bei dem Fotografieren. Ich habe auch noch ein paar Shots mit dem 135mm gemacht. Die haben mir nicht ganz so gefallen, aber wir gehen jetzt nochmal mit dem 135mm fotografieren, weil ich möchte so Mitzieher machen von dem Tesla. Wie ihr hier sehen könnt, wollte ich ganz klassische Mitzieheraufnahmen von dem Tesla machen. Ich habe also das 135mm wieder an die A7 R Mark III gepackt und habe dann so Mitzieheraufnahmen gemacht. Ihr seht schon, der Tesla fährt wirklich sehr langsam, ungefähr so 20 km/h und ich habe auch den Shutter auf das eingestellt und ihn wirklich sehr gering gehalten. Ihr solltet euch ungefähr merken, dass ihr die Geschwindigkeit von eurem Objekt als Shutter Speed nehmt. Das heißt zum Beispiel, wenn das Objekt 20 km/h schnell fährt, dann solltet ihr 1/20 als Shutter nehmen. Es stört mich an dem Bild tatsächlich, dass der Kontrast nicht so hoch ist. Dadurch, dass halt der Tesla auch wieder weiß ist, der Schnee wieder weiß ist, ähnlich wie bei den Driftaufnahmen, sieht halt alles ziemlich eindimensional aus, obwohl es sehr cool aussieht mit dem Hintergrund, mit den Bergen, aber trotzdem hätte ich mir einen höheren Kontrast auf jeden Fall gewünscht. Also nächstes Mal definitiv den Tesla vorher umfolieren. Einfach nur für dieses Bild grün polieren oder was auch immer, würde auf jeden Fall cooler aussehen. Bearbeitet sind außerdem alle Bilder mit meinem Preset-Pack Northern Lights. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung einfach mal verlinkt. Da bekommt ihr wirklich 7 einzigartige Looks. Mal so ein bisschen mehr Vintage-Look, mal einen anderen Look, den man normal nicht so auf Instagram sieht, den ich wirklich sehr feier. Ihr könnt, wie gesagt, unten den Link einfach mal auschecken. Diese Presets sind auch gerade im Angebot. Ihr bekommt nämlich da gerade 30% Rabatt auf die Presets. Ihr seht hier außerdem mal die Bilder von Porsche im Mitzieher-Style und hier die Bilder von uns im Mitzieher-Style im direkten Vergleich. Ihr könnt hier oben auch direkt einfach mal abstimmen, was ihr besser findet. Ich hoffe natürlich unsere Bilder, weil ich mag sie wirklich sehr gern. Und wenn es sogar euer absolutes Lieblingsbild bis jetzt ist, dann könnt ihr es hier auch einfach mal oben abstimmen. Aber seid vorsichtig, ich glaube, die nächsten Bilder werden nochmal die werden wirklich richtig krass, weil das sind meine absoluten Lieblingsbilder von dieser Fotoserie, weil da haben wir Bilder einfach mal aus dem Auto gemacht. Seid gespannt. Ihr seht schon, wir haben hier einmal beide Autos so aufgestellt. Einmal hier das Model 3 und da hinten der Koleos. Und wir versuchen jetzt Rolling Shots zu machen. Vielleicht kennt ihr Aufnahmen wie diese hier aus Instagram oder auch Fahrzeugmagazinen. Da sieht es halt einfach immer sehr schön aus, weil die Fahrzeuge so eine Dynamik bekommen, dadurch, dass man halt einfach den Eindruck bekommt, als würden die Fahrzeuge wirklich fahren. Wie schaffen wir diesen Effekt? Wir machen einfach nur den Shutter runter. Ich denke, ich arbeite so mit 1/8 und machen die Blende wirklich richtig zu, dass der Rest wirklich immer scharf ist. Und wir machen jetzt einfach mal die Aufnahmen, weil so kompliziert ist es gar nicht. Ich habe schon richtig gesagt, so kompliziert ist es wirklich gar nicht. Ich habe das 12-24mm f4 von Sony benutzt, um diese Aufnahmen zu machen. Und ich habe mich dann ein bisschen weiter aus dem Auto rausgelehnt und diese Bilder dann beim Fahren gemacht. Passt da wirklich auf. Wir hatten eine Straße, da war gar kein Verkehr. Sie war quasi abgesperrt, wenn man das so betiteln kann. Also wirklich keine Autos, kein Verkehr, keine Menschen. Alleine weil es einfach Winter war in Norwegen, konnten wir diese Bilder so in Ruhe machen. Ihr könnt diese Bilder natürlich immer zu Hause nachmachen. Sie sind nicht kompliziert zu machen. Achtet darauf, dass ihr den Shutter wirklich sehr gering macht. Bei mir waren zum Beispiel auch Bilder dabei, die waren komplett crap, also richtig schlecht, unscharf, verwackelt, haben mir gar nicht gefallen. Aber dann waren auch Bilder dabei, die waren wirklich 10 von 10 und da hat wirklich alles gepasst. Von der Schärfe bis zum richtigen Shutter, bis zum richtigen Winkel. Aber wir haben insgesamt, glaube ich, knapp 200 Versuche gebraucht. Das heißt 200 einzelne Bilder, dass wir das perfekte Bild hinbekommen haben. Und ich denke, ihr wollt jetzt einfach mal unser Lieblingsbild von dieser Fotoserie sehen. Und hier bekommt ihr es einfach mal eingeblendet. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu den Bildern unten in die Kommentare schreiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein wenig stolz auf die Bilder oder wir alle drei sind stolz auf die Bilder, weil das war einfach ein geiler Abschluss von dem gesamten Nordkap-Trip, jetzt nochmal diese Bilder zu haben. Und deswegen wollen wir auch diese Bilder in unserem neuen Studio in Leipzig an der Wand haben, beziehungsweise eins der Bilder, die wir fotografiert haben. Und ihr könnt einfach mal jetzt abstimmen, welches euer absolutes Lieblingsbild war. Schreibt es unten in die Kommentare und euer Lieblingsbild kommt dann tatsächlich ganz groß, ich denke so auf 2 Meter bei uns an die Wand. Also entweder Bild 1, Bild 2, Bild 3, Bild 4 oder Bild
5? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Mein letztes Video war das Video von unserem neuen YouTube-Studio. Welches Studio es werden könnte, ihr findet das Video hier einfach mal, könnt es euch direkt gönnen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Es war mir wie immer eine Ehre. Macht's gut. Ciao. Felix, komm her.